Die Dosis alleine macht, ob ein Mittel giftig ist oder nicht. Die Menschen nehmen teil am Netz. Aber es fehlt ihnen die Medienkompetenz. Sie springen von Sinninsel zu Sinninsel. Wir sind bei einem Hackathon, also eine Versammlung von Programmierern, von Designern, von Ideengebern, die jetzt hier ein Produkt in kürzester Zeit auf die Beine stellen wollen. Hauptsächlich geht es halt eigentlich um Spaß. IT hackt in Hannover. Das ist mir auch ganz wichtig, weil ich aus Hannover komme. Es geht einfach darum, hier ein paar ganz verrückte Ideen einfach mal auszuprobieren innerhalb von 30 Stunden. We are showing here in Sweden today and tomorrow several technologies supporting Vision Zero. So, dann zum Starten. Ja. Kupplung treten. Ja. Ganz durch. Bin ich. Mit der rechten Hand den Motor starten, indem man ganz einfach den Schlüssel nach rechts dreht. Und dann loslassen. Die Dampfmaschine ist angesprungen. Ja? Jetzt wird's lustig. Was darf ich tun? Our engineers have achieved a leap in performance in many ways. Our new directional pattern design improves the aquaplaning and the slush planning performance of the tire. Because of the open grooves to the side. And also in between the blocks, we have an interlocking system and this will improve handling and the feel of the tire dramatically. Ja, dann waren wir schon mal sehr begeistert gewesen, einfach von der Idee und auch wie die beiden eben das dargestellt haben. Wir sind ja ins Geschäft Lisas rein und dann haben wir auch schon die Lisa gesehen. Die ist ja schon, die strahlt ja von 100 Kilometer Entfernung und ja, kam mit offenen Armen auf uns zu. Es geht darum, einen nachhaltigen und wirtschaftlichen Extraktionsprozess zu etablieren, um Kautschuk aus Löwenzahn in bestmöglicher Qualität und Quantität zu gewinnen. Im Sommer wurden im Taraxa Gumlab Anklam erste Maschinen installiert. Seit 2 Jahren ist es so, dass wir starkes Wachstum im Umsatz haben und was noch viel wichtiger ist natürlich in den Gewinnen. Das Geld muss auch unten ankommen und nicht nur in den Aktionärstöpfen landen. Wir fordern eine deutliche Gehaltserhöhung. If you are driving sporty vehicles such as a Porsche, AMG, Maserati and so on, then the TS860S is a perfect choice for you. A brand new product for very good grip on wet and dry roads without missing any performance in winter conditions on ice and snow. Der IGBCE, der hat mich angerufen, hat gesagt, Marek, wir brauchen Erotik, Humor, Niveau, Intelligenz, gutes Aussehen oder dich. Morgen. Aber wenn wir 25 nach 7 oder 7:30 nicht aufgestanden sind, dann weckt uns jemand. Es gibt ein paar, die extern zur Schule gehen, die stehen früher auf, machen das auch eigentlich selbstständig dann, dass sie loskommen. Allerdings sehe ich dann die Jungs so gut wie gar nicht, weil ich nämlich dann 6:30 aufstehe und dann 7 außer Haus gehe, um zur Schule zu fahren. Viele sind oftmals, wenn sie morgens aus dem Bett kommen und verschlafen haben, ziemlich genervt drauf, weil sie dann aus dem Bett gescheucht wurden. Deshalb gibt es auch keine Erntemaschinen, die explizit für Löwenzahn ausgelegt sind. Zurzeit werden für die Ernte noch immer Maschinen aus der klassischen Landwirtschaft zweckentfremdet. Dabei werden Daten und Fakten gesammelt, um aus den Erfahrungen zu lernen. Es sind schon viele da, ein paar stehen im Moment gerade im 18-Kilometer-Stau. Super Stimmung, super Leute. 3, 2, immer komm! Ich glaube, dass viele Leute auch wirklich mit Inhalten nach Hause gehen. Wir haben uns das Handlungsfeld Tarif angeschaut. Aber diese Themen, die fallen nicht vom Himmel und die sind auch nicht selbstverständlich. Das ist meine erste große Konferenz. Ich habe richtig Bock drauf. Viel Mitbestimmung im Bereich der Jugend. Das Ganze drumherum zu verstehen. Sind also gespannt, was noch passiert. Herzlich willkommen zur 6. ordentlichen Bundesjugendkonferenz.
Wie bin ich das geworden bei der IGBC-Jugend, was ich jetzt bin? Da muss ich ganz weit zurückdenken, denn ich habe schon 2003 angefangen, IGBC-Jugendarbeit zu betreiben. Habe dort mit drei Kumpels zusammen einen Bezirksjugendausschuss aufgebaut, der von 0 auf 100 durchgestiegen ist. Leben im WWW. Das Leben, wie es sein soll. Verliert man sich da nicht selbst? Vielleicht.